Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Crash Bandicoot 3 Warped. Und wir sind beim Sphinxinator und versuchen uns dort die zwei Edelsteine noch unter den Nagel zu reißen, die wir ja vorher noch nicht unter den Nagel reißen konnten, weil uns, glaube ich, hier auch ein farbiger Edelstein oder was anderes fehlte. Wie ich jetzt gerade sehe, ist das eines der Level, wo ich mich gefragt habe, wie soll man da rüberkommen? Aber Moment, das müsste doch eigentlich so klappen. Okay, das klappt auch. Warum bin ich nicht eher auf die Idee gekommen? Wahrscheinlich, weil ich die Fähigkeit vorher noch nicht so hatte, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Aber doch, die Fähigkeit müsste ich eigentlich schon gehabt haben. Na gut, hier finde ich wenigstens noch ein paar Kisten. So, verschwinde, Affe. Also diese Passage hier könnte dann wahrscheinlich, womöglich... Da gibt's Leben? Okay, die hole ich mir gleich mal. So, also diese Passage... Diese Passage hätte ich definitiv schon eher gehen können. Also wenn ich hier auf jeden Fall auch noch den Edelstein kriege, den geheim, dann definitiv. Ich würde sagen, die Nitro-Kisten nehme ich jetzt einfach alle mal mit der Bazooka mit, jetzt wo ich die sowieso schon habe und auch benutzen kann. Auch wenn es wahrscheinlich dafür die Ausrufezeichen-Kiste gibt, aber egal. Sicher ist sicher und... Ach man, spring doch, Crash. So, auf ein neues. Das ist echt schon fies, wenn ich da diese Sprungpassage nicht so vernünftig hinkriege, wie ich sie eigentlich hinkriegen will. Das ärgert mich gerade schon gerade so ein bisschen, weil das eigentlich im Prinzip eine leichte Passage ist. Obwohl hier ein bisschen rutschiges Öl ist, obwohl da drüben nicht. So, jetzt aber. Und rüber da. Perfekt, wir haben schon einen Checkpoint und kriegen 4 Leben geschenkt. Geschenkt, wohl bemerkt. Also das ist wirklich mehr als großzügig, was das Spiel hier... Und Speed, jetzt bin ich gerade am überlegen. Wenn ich auf diese Plattform gehe, lande ich wo? Auf jeden Fall einen ganz weiten Weg. Oh, okay. Aber jetzt bin ich wieder... Moment, wo bin ich jetzt? Auf normalen Wege? Das heißt, da müsste theoretisch... Eigentlich, ja, hier auch noch eine Plattform sein. Na, super. Okay, Leute, jetzt fühle ich mich von diesem Spiel richtig verarscht. Dass das nicht die geheime Passage war. Das Einzige, was es hier gibt, ist ein Checkpoint. Ja toll, dann gibt's da wirklich nur diese zwei Nitro-Kisten und sozusagen diese 4 Leben. Also für mehr geht man da diesen Weg echt nicht. Aber Moment, wo war da nochmal hier die geheime Passage oder wo kriege ich hier dann den anderen Edelstein? Das ist jetzt wohl echt eine durchaus berechtigte Frage gerade, die ich mir hier stelle. Aber das werden wir wahrscheinlich auch noch lösen, das Rätsel. Oh nein, nicht schon wieder so ein Sarkophag. Oh, zu viele Mumien, die hier rumhüpfen. Jetzt muss ich nur hier aufpassen. Ich will nämlich die Kisten mitnehmen. Und dann kann ich gleich einfach ganz ruhig und gelassen... Wow, wow, wow. Oh, ich habe gesagt, ganz ruhig und gelassen. Mensch. Hier durch dieses Level einfach nach vorne ranschreiten, weil keine Gegner mehr im Weg sind. Ui! Mann. Wie wär's mal mit Warnschildern bei solchen Abgründen? Aber das wäre ja sonst zu angenehm. Nein, die Entwickler dachten sich, ha, stellen wir diese Fallgruben da mal hin, damit die Spieler da einfach mal drüber fallen und sich schwarz, grün und pink ärgern. Müsste da endlich dran vorbeikommen. So, Checkpoint. Na also, und rüberfliegen. Na Gott sei Dank kann Crash das mittlerweile. Sonst könnte ich ja nicht so leicht tricksen. Aber gut. Oh nein, das ist doch sehr böse. Na gut, die Nitro-Kiste Gott sei Dank nicht, aber das hier. Ui! So, und noch mehr Nitro-Kisten. Na gut, die werden weggespült. Ja, das war sehr schmerzhaft. Diese Erfahrung wollte ich eigentlich mit Crash hier nicht so machen. Ja, jetzt habe ich Akku leider schon verloren. Aber gut, wir sind schon wieder beim Checkpoint. Das ist sehr großzügig gerade Spiel. Und deswegen wundere ich mich, dass das so schnell geht mit den Checkpoints hier gerade. So, okay, ich würde sagen, ich nehme das TNT und lasse alles wegsprengen. Ist schneller und angenehmer und einfacher und sowieso besser. Okay, jetzt muss ich nur noch da... So, wunderbar. Diese zwei Kisten nehme ich auch noch mit und dann kann ich hier mal gucken, wo mich dieser Weg jetzt hinführt. In die geheime Passage, das ist schon klar. Aber ich bin ja gespannt, ob es hier auch Kisten gibt. Also ein Checkpoint gibt es da drüben auf jeden Fall schon mal. Den werde ich definitiv jetzt auch mal mitberühren. So, und... Oh nein, nicht so viel Ölstrecke. Wow. Das ist doch jetzt... Ei! Das ist doch richtig fies. Also hier jetzt alles mit Öl zu bedecken und dann... Oh, Moment.
Da auch noch so eine fiese Passage mit solchen Fallstacheln, Fallenstacheln zu machen. Das ist schon sehr dreist. 2F jetzt? Was? Und ich war kurz vorm Checkpoint. Heilige Scheiße. Ja, mit Crash, du sollst springen, verdammt. Wenn ich dir befehle, du sollst springen, dann spring gefälligst auch und rutsch nicht einfach runter. Nach meinen Befehlen. Okay. 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 Nur die Ruhe bewahren, die JK. Oh, dann schaffen wir das. Na also. Jetzt ist mir dieses Äffchen dahin scheißegal. Gibt sowieso keine Kistenpunkte. Und zurück. Los, Crash. Rutsch. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Okay. Moment, jetzt will ich hier mal rüber. So, und da ist neben. Hui, jappa. Wenigstens mache ich keinen Fehler und mache diesen scheiß Doppelsprung, der mir hier definitiv zum Verhängnis wird. Also ganz stark. Würde der mir... Boah, so viele Affen? Ich dachte, das waren schon wieder nur zwei. So, und wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den Edelstein und das Level schon beendet. Das heißt, da gibt es keine, gar keine Kisten. Wo habe ich hier denn noch meine Kisten verpasst? Waren das diese Nitro-Kisten, die ich... Das wäre ja richtig ärgerlich, wenn es an diesen scheiß Nitro-Kisten liegen würde. Dann darf ich das Level jetzt auf jeden Fall nochmal betreten. Muss ich ja. Wenn ich den anderen Edelstein mitnehmen will, dann sollte ich das wohl wirklich tun. Ich meine, das Einzige, was es da wirklich nur gibt, sind diese Nitro-Kisten. Und bei diesen Nitro-Kisten denke ich mir, da kann ich auch dann gleich, wenn ich die Nitro-Kisten so weit weggesprengt habe, auch wieder zurückgehen. Weil in dem Fall sind mir die Leben wirklich, ehrlich gesagt, egal. Also die sind mir dann nicht so wichtig. Oh, verdammt, das war nicht lang genug. Okay, merken, länger den Wirbel, also den Wirbel einsetzen. Als jetzt nur so kurz, wie ich es gerade gemacht habe. Ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt gerade gedacht habe. Wahrscheinlich, dass dieser Sprung hier dann doch nicht so weit ist. Ach, ich habe keine Ahnung. Egal. Fehler passieren. Und Dummheiten sowieso. Und in dem Fall war es ja noch halbwegs erträglich. Ui. So, verschwinde Mumie. Ah, so viele Mumien, wie es hier gibt, da frage ich mich echt, wer auf die Idee gekommen ist, die Mumie zurückzubringen. Also, ich meine, sowieso. Es gibt schon so viele Mumienfilme. Warum muss das auch in diesem Spiel so geschehen? So. Okay, da vorne ist der Checkpoint, den will ich noch kriegen. Na also. So. Perfekt, Leute. Das ist schon mal gerade sehr angenehm, dass ich schon meinen Checkpoint habe. Was etwas unangenehm ist. Ja. dass mir der Weg versperrt wird. Nein, diese Stelle hier schon wieder. Mann, diese Züge fahren hier heute echt ziemlich oft hier lang. Ich... ja, hier in der Gegend fahren echt viele Züge lang. Aber ich glaube es... Wow! Interessiert euch eher wenig, aber... jetzt wo ich den hier gerade langfahren sehe, so aus dem Fenster gucke... Und der hier die ganze Zeit rumtutet... Denke ich mir auch, der könnte woanders oder zu anderen Tageszeiten hier durchfahren, aber verstehe meiner die Züge. Immer unpünktlich sind diese Scheißzüge und dann auch noch rumnerven wollen. Na gut, was soll's. So. Okay. Ui, Moment. Eine Kiste habe ich wohl irgendwo verpasst. Ich hatte vorher nämlich 44 Kisten. Leute, ich starte das Level nochmal von vorne. Wo habe ich diese Kiste verpasst? Also, da hätte ich wohl doch besser... Hä? Muss ich etwa doch diesen Weg gehen? Na, wahrscheinlich. Ja, dann mache ich das mal. Dann würde ich sagen, gehe ich doch erstmal diese geheime Passage da so weit. Aber ich habe da doch nur diese beiden Nitro-Kisten. Wo ist die andere Kiste? Ach so, okay. Das habe ich jetzt auch nicht besser gewusst. Das sah mir jetzt gerade nur ein bisschen auffällig aus. Gut. Vier Kisten, merken, hier gibt es auch noch vier Kisten, die ich auch vergessen hätte beinahe. Würde mich nicht wundern, wenn das sogar die vier Kisten waren, die mir auch vorher fehlten. Das weiß ich jetzt allerdings gerade nicht. So, aber irgendwo muss ich wirklich was verpasst haben. Na gut, die Leben sind weg. Nun frage ich mich, wird diese Stahlkiste auch als Kiste gewertet? Nein. Okay, das wollte ich nur wissen. Das wäre jetzt sehr interessant gewesen, wenn das jetzt wirklich doch als Kiste gewertet worden wäre. Aber bei Stahlkisten weiß man ja eigentlich, das wird nicht funktionieren. Und in dem Fall, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. So, wo sind sie da, genau?
Okay, wow, ganz ruhig, Crash, ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Na gut, eigentlich nicht mehr. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber trotzdem, in 3 Minuten. Schaffe ich das Level überhaupt noch in 3 Minuten? Wahrscheinlich nicht. Oder in 4, eher gesagt. Mal gucken. Je nachdem, wie ich mich anstelle und wie vorsichtig ich bin, könnte ich das vielleicht doch hinkriegen. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt auf jeden Fall die 44 Kisten kriege. Bis zu, ja, der Edelstein-Plattform. Ich frage mich trotzdem, wo ich da die Kiste vergessen habe. Also das ist mir echt gerade das größte Rätsel, was es gibt. Das könnt ihr mir glauben, Leute. Und da bin ich jetzt echt mit überfordert. Na, egal. Nehmen wir es einfach mal so hin, dass es... Oh, Mann, mein Crash. Das war scheiße. Das war mein Fehler. Dass ich da jetzt aus Versehen zweimal, ja, den Knopf hintereinander gedrückt habe. Das ist echt schon ziemlich dumm gewesen. Aber gut. So. Sesam, öffne dich. Die Druckkiste verschwinde. Und für Stacheln, lasst mich in Ruhe. Genau. So. Weg mit den Kisten. Leidet. Na gut. So, Leute. Das hätten wir soweit hingekriegt. Also ich finde das hier wirklich schon teilweise Wahnsinn, was die hier von einem verlangen. Okay, 30 Kisten habe ich jetzt. Kriege ich überhaupt noch die 44 voll, wenn ich jetzt hier alle mitnehme? Das wäre jetzt echt eine berechtigte Frage, die ich auf jeden Fall gelöst haben will. Ja doch, die 44 Kisten kriege ich sogar mehr. Na, dann müssten es 48 eigentlich sein. Ja, die kriege ich auch. Wunderbar. 48 Kisten. Das heißt, bis zu diesem Punkt habe ich dann soweit alle Kisten. Ich frage mich trotzdem, wo ich die eine vergessen habe. Ach, jetzt ist es auch egal. Ich soll mich nicht drüber aufregen. Ich habe soweit jetzt alle Kisten und ich habe gar keinen Akku-Akku, fällt mir gerade auf. Den hatte ich vorhin aber noch gekriegt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gar nichts mehr geschenkt. Die Nitro-Kiste, die schwebt da sehr ungünstig. Oh Gott, 2 Stück willst du mir da auf den Hals hetzen? Das lasse ich aber nicht zu. Definitiv nicht. So. Na gut. Also die Hälfte der Kisten haben wir schon soweit. Na, knapp, sagen wir. Also bei 47, 48 hätte ich... 57, 58 Kisten hätte ich erst die Hälfte. Und hier hätten wir die Bonusrunde. Und diese Kiste will ich auch noch mitnehmen, bevor ich jetzt die Bonusrunde betrete. Sieht schöner aus, finde ich. Naja, nicht wirklich, aber so habe ich jetzt die Hälfte fast. Ah, gut, Leute. Wie viele Kisten gibt es hier in der Bonusrunde, die ich abstauben kann? Sage und schreibe 28. Die werde ich mir natürlich holen. So, 6 Kisten müssen das sein. Und das war jetzt sehr riskant. Aber gut, manchmal muss man ein paar Sachen riskieren. Sonst ist das Ganze ja ein bisschen langweilig. Das Leben da drüben will ich mitnehmen. Ist ja wohl klar, das lasse ich nicht einfach so weg, wirbeln oder einfach mal verschwinden. Was die TNT-Kisten ja bezwecken würden. So, und... Na, Mensch. Crash. Na also, ja, das ist auch manchmal ein bisschen fragwürdig, dass er nicht vernünftig auf die Kisten springt. Obwohl man die normalerweise berühren würde. Obwohl, wie mache ich das jetzt? Ja, so auf jeden Fall nicht. Scheiße, wie habe ich das nochmal hingekriegt? Ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das so weit geschafft, geschickt, die Kisten da rauszumogeln. Muss ich nur gucken, ob ich das nochmal so schaffe. Einfach probieren. Was habe ich schon zu verlieren? So, 6 Kisten. Ja, nein, die habe ich nicht zu verlieren, aber die nehme ich noch mit. So, und weg. Okay, das wären dann soweit alle Kisten hier schon mal für den ersten Abschnitt. Und dann hole ich mir nochmal das Leben, welches ich eben dadurch verloren habe. Muss ich es mir zurückholen? Ich meine, ich habe ja 33 Stück an Leben momentan. Das ist mehr als genug, um dieses Spiel überhaupt noch durchzuspielen. Aber da würde mich auch mal interessieren, ob jemand schon mal die 99 Leben hier in diesem Spiel erreicht hat. Ist bestimmt machbar. Aber es würde dauern auf jeden Fall. So, gut, dann haben wir jetzt alles. Und ab geht's. Ja, mal schauen, auf wie viele Kisten ich jetzt insgesamt komme. Damit ich weiß, wie viele mir noch übrig bleiben, damit ich alle Kisten in diesem Level habe. 86 habe ich, 87? Okay, die eine habe ich jetzt mit weggeputzt. Na gut, so viele sind es nicht mehr. Das heißt, wir sind bald am Ende des Levels und ja, ich bin halbwegs in 15 Minuten Rahmen dadurch dann geblieben. Ich meine, ich bin jetzt bei 15 Minuten gleich angekommen oder bin schon drüber. Eine Kiste nur noch. Und in dem Fall, ja, geht das eigentlich noch. Dafür, dass ich es jetzt hoffentlich hinkriege.
Sofern ich es hinkriege, jetzt das zu überleben. Ah ja, gut, da wäre auf jeden Fall die grüne Ausrufezeichenkiste. Und wir haben alles, Leute. Yay, das Level haben wir abgeschlossen. Na Gott sei Dank. Ein Problem weniger. So, mir bleiben jetzt noch 3 Edelsteine. Aber ich weiß gerade nur noch 2 Level, wo mir Edelsteine fehlen. Egal, das Gebiet haben wir jetzt soweit geschafft, Leute. Wobei, nee, die eine Zukunft. Oh, ist ja noch etwas heftig, da fehlen mir auch noch 2 Edelsteine. Na gut, dann passt das ja doch noch. Ja, dann fehlen mir nämlich noch das Level und dieses hier. Also 2 Level noch betreten und jeweils ein paar Edelsteine. Dann haben wir soweit alle Edelsteine und können uns nochmal den letzten Kampf widmen, um das gute Ende zu sehen, Leute. Nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Diese Höhle, diese... Ja, diese Qual habe ich dann hinter mir, sag ich mal. Na gut, Leute, dann sag ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und gehen zum Morgen. Zumindest laut dem Titel dieses Levels. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.